Herzlich willkommen zurück zur GPL Show Season 9. Heute geht es um den 11. Spieltag in der Singles Division. Und da ich heute Nacht kein bisschen geschlafen habe, könnt ihr sämtliche Fehler bitte für euch selbst behalten. Es war ein Spieltag wie kein zweiter. Vor allem die ersten beiden Matches absolut insane. Von daher würde ich sagen, legen wir direkt los mit den Fan-Engatern gegen die Scherzkekse. Maxi abused das durch das Schlafpuder eingeschläferte Kramor, um die Stachler aufs Feld zu bringen und will mit einem wechselnden Zapdos ein potenzielles Auflockern verhindern. Der Voltwechsel macht allerdings durch die Quetzalbeere sehr wenig Schaden, jedoch geht Downy eh auf die Kehrtwende. Als nächstes predikten die Fan-Engatter mit ihrem Entei die Tarnsteine von Demeteros, dieses geht aber auf das definitiv tödliche Erdbeben. Doch dank dem Läuterfeuer kassieren die Scherzkekse die Verbrennung und der Angriff reicht auf einmal nicht mehr aus. Nein, sonst burnt er doch nie und vor allem misst er die Scheiße sonst immer. Downy sackt sein Demeteros und kommt daher gegen Walband Entei free in Latios. Maxi antwortet mit Metagross und geht wieder auf eine harte Prediction in Form von Donnerschlag gegen Latios, welches aber für Milotic auswechselt. Dann kriegen die Scherzkekse direkt die nächsten Hacks in Form der Donnerblitzpaare auf Pipi ab. Feiert man? Definitiv nicht. Mit einem starken Double auf Libalo holen sie sich die Initiative im Match zurück und fangen an mit Protzer zu setupen. Alright. Sehe ich ein. Fokusgurt Gorgason soll es aus dem Spiel nehmen, jedoch riecht Downy das und entschärft den Fokusgurt mit einer Kehrtwende. Pipi kassiert im Anschluss zweimal die Fullpara, sodass Maxis Missklick keinen Schaden anrichtet, sondern Gorgason noch hochheilt, bevor es Pipi killt. Nein! Oh mein Gott! Ja gut, dann kann ich den jetzt auch abwerfen. Metagross wird dann in den Feuerball gesackt, der misst aber. Metagross stirbt trotzdem und Downy holt sich mit Kramor noch schnell die Statikparalyse ab. Ja, war klar. Gorgason muss kurz danach an Latios geopfert werden. Nach endlos vielen Wechseln auf beiden Seiten nimmt das Match endlich Fahrt auf. Roserade killt Milotic, kann aber direkt im Anschluss nicht mehr den Psychoschock von Latios tanken. Eine erneute Fullpara killt dann auch noch Kramor. Schade, Fullpara, damit hast du eigentlich mein Schicksal jetzt offiziell, glaube ich, besiegelt. Ein Turbo-Tempo-Crit besiegt dann auch noch das Protzer Libalo auf plus 1 Def. Das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich noch weniger richtig an. Leck mich, Lando. Entei. Das fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich nicht gut an. Somit kann Maxi das Latios bezwingen und sich mit einem super knappen und extremst verhexten 1:0 seinen dritten Sieg in Folge sichern. Kommen wir zum zweiten Match, was auf eine ganz andere Art und Weise hervorstach. Die Toon World gegen die Volt Wizards. Das Match beginnt direkt mit einem Disconnect in Runde 2, als Kyurems Erdkräfte scheinbar einfach zu mächtig für die Nintendo-Server sind. Und zwar zweimal an der gleichen Stelle. Was? Als ob? Während Staloboy im Sandsturm auf Selfes Beulenhelm einprügelt, legt Blocky die Tarnsteine und kann das einwechselnde Griffeldes toxinieren, welches die Tarnsteine wieder entfernt. Delegator Egelsam Kurelei nervt die Toon World gewaltig, sie legen trotzdem erst einmal lieber selbst die Tarnsteine. Es folgt ein 10 Minuten langes AP-Gestalle, gefolgt von einem weiteren Disconnect, wodurch das ganze Gestalle nochmal nachgespielt werden muss. Nein, nein, Junge, nein, das kann... Ich möchte nie wieder leben auf diesem Planeten. Es kann doch nicht sein, Dicker, es kann doch nicht sein. Hallo, hallo. So geht das Gestorne noch eine Weile weiter, obwohl der Chip auf den Monster Toon World doch eher marginal ist. Nachdem Brokkolos Kurelei endlich vom Feld scheuchen kann, legt Selfe erneut die Tarnsteine und Kurelei kommt erneut gegen Kyurem rein. Staloboy drückt es aber dieses Mal sofort wieder raus und entfernt mit dem Turbodreher die Tarnsteine und killt zeitgleich Selfe. Kurelei kommt zurück und eröffnet einen Free-Switch in Heatran, dieses stirbt dann aber sehr schnell an Kyurems Erdkräften. Gravit boostet sich nun mit dem Schwertanz und Mega-Kickt Donarion aus dem Leben. Staloboy kann den Hasen jedoch mit einem Eisenschädel revengen. Wahlglas Keldeo versucht Druck zu machen, es mangelt allerdings an Durchschlagskraft. Nach ewig viel Hin- und Hergewechsel geht Blocky dann im Sandsturm auf Agilität mit 14 KP. Ich drücke jetzt einfach mal Agilität. Nein, ich bin dumm. Was für Agilität, du Idiot. Oh nein. Wir haben 14 KP nur noch, ne? Oh nein. Kurelei und Keldeo fallen recht schnell im Anschluss und King Belex gewinnt ein viel zu langes Match, in dem die meiste Spannung irgendwie durch Disconnects kam, mit 5:0.
Kommen wir zum dritten Match, die Soulblaze gegen die Royal Bluff. Und Blacklink ärgert sich direkt am Anfang erstmal, dass Ravigator nicht dabei ist und er dadurch eigentlich Wahlbrille Kaporiki hätte spielen können. Und dieses Kaporiki macht direkt am Anfang Druck ohne Ende. Mit guten Double Switches und der Staffette wird es immer wieder aufs Feld geschickt und drückt guten Schaden. Als Katapultra dann den Donnerblitz abfangen soll, kassiert es die Paralyse. Boah, das tut gerade weh. Das tut gerade extrem weh. Schlurblack setupt sich mit Fluch und Present will es mit Toxin ausbremsen, jedoch geht Blacklink auf Fassade und tötet fast das Boreos. Das wird jetzt schallern. Das paralysierte Katapultra muss also gesackt werden und Present setzt den Regen auf, um mit Kapaloris Druck zu machen und Schlurblack zu töten. Latias soll es revengen, jedoch riechen die Soulblaze den Wahlschall und rufen Kapaloris erst einmal zurück. Boreos krittet Branawarz mit dem Orkan weg, Kaporiki kommt zurück aufs Feld. Das ist dann das Todesurteil von Boreos. Der Spukball von Galalamos aktiviert dann Durengards Schwächenschutz, welches dann sofort mit seiner Dunkelklaue Pelipper claimt und Present damit auf einen Timer setzt, was den Regen angeht. Kapaloris besiegt Smogmog, droppt jedoch selbst an Latias. Die Soulblaze können zwar noch das Durengard rausnehmen, scheitern dann aber an Kaporiki und die Royal Bluff gewinnen knapp mit 1:0. Somit hat Blacklink in der Rückrunde schon zweimal den Zweitplatzierten besiegt. Wieso kann dieser Erfolg nicht auch gegen andere Gegner fortgeführt werden? Fragen wir doch nach. Bei Heinrich Amster. Ja, wir stehen hier mit Edgy Link, einem der Coaches der Royal Bluff Herlink. Die Rückrunde war bis jetzt ja ein ziemlich wilder Ritt für sie. Es ging los mit einem Sieg gegen Downy, gefolgt von zwei Niederlagen gegen Maxi und Blacks und jetzt halt dem Sieg gegen Present. Wieso performen sie so viel besser gegen die höher stehenden Teams? Gibt's da irgendwie Absprachen oder gar einen Geldfluss, die aufzuhalten und andere durchzulassen? Es ist natürlich einfacher, weil die Leute, die oben sind, die haben einen Druck dahinter, ne? Die zahlen dir dann das Geld, das sie gewinnen, aber dann nimmst du sie trotzdem hops. Und die niedrigeren, da kannst du ja einfach spielen, wie du willst. Also, man kann ja doppelt profitieren, man muss das nur richtig machen. Das ist natürlich ein wildes Geschäftsmodell. Und die Royal Bluff haben sich ja jetzt auf Rang 7 vorgekämpft, es könnte ja noch weiter auch oben gehen. Was sind denn so die Ziele oder Ambitionen für diese Season, die viele ja schon komplett abgeschrieben haben? Ja, ich würde sagen, einfach möglichst viele Leute nochmal hops zu nehmen. So gerade Tabellenspitze, noch einmal Schelle links, rechts und dann passt das schon. Also vor allem, aber natürlich auch gerne die unteren, also das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also trauen Sie es sich zu, den unglaublichen El Scissor aufzuhalten? Ja, irgendwann muss er ja auch mal verlieren, ne? Er kann ja nicht erwarten, zur Halbzeit reinzukommen und dann einfach ohne Loss durchzugehen. Na gut, das ist ein Argument. Aber wie kam es eigentlich zu dem Namen Royal Bluff? Ist das so die Glücksspielparallele zu eurem spielerischen Können, also unvorhersehbar und vor allem unverantwortlich? Das natürlich auch, das kommt natürlich mit rein. Aber natürlich eben wegen dem Finanzmodell, was ich gerade angesprochen habe, wir bluffen halt und sagen, ja, hier, PayPal, schick mal. Und dann heben wir sie trotzdem aus. Das ist das System. Und daher auch der Name dann. Das macht natürlich Sinn. Also haben wir jetzt offiziell eine andere Mafia neben Present in der GPL. Das ist gut zu wissen. Competition belebt das Geschäft. Aber zu guter Letzt, wie sehr wird denn Starplayer Keifel vermisst? Ja, also das ist schon ein schwerer Verlust gewesen zur Grunde. Also Keifel, niemand konnte so schön an einem einzigen Dampfschwall sterben wie er. Und von seinem Ziehvater gemobbt werden, offensichtlich. Grüße raus an das Mammutschild, was auch rausgeflogen ist. Also die Keifel-Familie einfach verbannt aus der GPL-Rückrunde. Ich glaube, die haben da erstmal familiäre Probleme zu klären. Es ist schon ein Verlust gewesen, muss ich sagen. Ja, dann vielen Dank für die Antworten und zurück ins Studio. Danke, Heinrich. Und damit kommen wir schon zum letzten Spiel des Tages. Die Volt Wizards gegen die Akatsuki Amphibians. El Scissor übernimmt sofort die Kontrolle über das Match, bringt Panzer Aeron auf die Robustheit runter, welches dann mit der Eipfelbeere zwar noch die Tarnstande legen kann, die werden aber bereits kurz darauf auch schon wieder entfernt. Barry geht nun auf Schwerttanz mit Knackrack, doch prediktet er dann einen Switch-Out, geht auf den nicht wirksamen Schuppenschutz und kassiert eine dicke Mondgewalt. Somit stirbt Knackrack in der nächsten Runde, auch wenn er nochmal ordentlich Schaden mit Erdbeben austeilen kann. Die Katzke-Amphibians direkt mit dem nächsten Setup in Form von Hausbruch auf Tortunator, jedoch wird dieses sofort von Nidoqueen gestoppt. Panzer Aeron wird gesackt, um Wahlschall The Root Einhalt gebieten zu können. Bulaoosu überlebt tatsächlich die Plasma-Fäuste und holt sich mit der Salkabeere einen Speedboost. Die Recovery von Uplight Heap reicht aber nicht aus, um einen weiteren Hit zu tanken und auch der erhoffte Freeze durch den Ice Heap bleibt aus.
Volvok kann zwar noch Ohafni aus dem Spiel nehmen, allerdings steht Primarena alleine gegenüber von Firmons und entscheidet sich für den leichten Ausweg mit der Nebelexplosion. El Cesor mit diesem 4:0 weiterhin ungeschlagen. In der Tabelle gibt es dadurch nicht allzu viele Änderungen. Die Victory Instinct weiterhin vorne weg, dicht gefolgt. Warte mal, dicht gefolgt? Nee, das stimmt nicht. Weit entfernt gefolgt von den Soulblaze. Die Scherzkekse können den dritten Platz von den Volt Wizards übernehmen, Toonworld und Fan Gator unverändert und die Royal Bluff können sich vom letzten Platz absetzen und verdrängen dorthin die Akatsuki Amphibians. Noch weniger Änderungen in der Tabelle der Singles Division. El Cesor führt nach wie vor Downy, Present und Belex. Blacklink kann jedoch an Blocky vorbeiziehen, der somit auf den 6. Rang zurückfällt. Maxi jetzt punktgleich mit Blocky und kann ihn tatsächlich noch überholen, während Barry abgeschlagen auf dem letzten ist. Die Killrangliste hat sich anscheinend langsam sortiert, denn wir sehen wieder Stalobor auf Rang 1 jetzt mit 26, Zeraora auf 2 mit 23 und Nidoqueen mit 21 auf 3. In der Singles Division ein sehr, sehr ähnliches Bild. Wir haben Stalobor ganz oben, Zeraora auf Platz 2 und Volvorok der Akatsuki Amphibians mit 14 Kills auf Platz 3. Kommen wir also zur Preview für den Doubles Division Spieltag Nummer 11 und da sehen wir, es geht los mit Pog Galaxy gegen Hydronic. Mal sehen, ob die Fan and Gator wirklich 6 Punkte gegen die Scherzkekse holen können. OGDNZ empfängt als nächstes Nestflo, beides hoch angesehene Doubles-Spieler, auch wenn es bei OGDNZ definitiv nicht so lief die Season, aber auch Nestflo gerade in einem Tal. Razer will mit den Soulblaze im Titelkampf bleiben gegen Electek 9 und zu guter Letzt Bene gegen Mindtube, der ja hier live angesagt hat, dass er Bene unbedingt schlagen möchte. Kommen wir also zur Abstimmung der letzten Woche und da ging es ja darum, ob die Doubles Division der GPL Season 9 euer Interesse an VGC geweckt hat und eher weniger, würde ich im Allgemeinen sagen. Wir haben halt einige, die vorher schon VGC gespielt haben und einige, die eventuell mal reinschauen, aber wirklich viele Leute, die sagen, hey, durch die Doubles Division bin ich ins VGC gekommen, ja, doch eher sehr wenige. Und die meisten sagen halt einfach, Dynamax ist cringe, ist irgendwo nachvollziehbar. Und ich muss zugeben, bei mir hat die Doubles Division dieses Jahr ja auch eine kleine Erinnerung wachgerufen. Und naja, gibt es heute eine äußerst ernstzunehmende Abstimmung. Und zwar, glaubt ihr, die Playoffs der Tag Team League werden jetzt endlich noch nachgeholt, wo die Leute mehr Doubles spielen? Die wurden ja aus Zeitgründen um eine Woche vom 12. auf den 19.11.2017 verschoben. Hater würden sagen, das ist gut 5 Jahre her und die Hälfte der Mitglieder macht gar kein YouTube mehr. Aber glaubt ihr, die Playoffs der Tag Team League, der TTL, werden noch nachgeholt? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Und das war's für die heutige Ausgabe der GPL Show. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und ich gehe jetzt schlafen. Haut rein!